Da sehe ich dich. Sehen wir was. Woo. Hallo. Hallo, guten Abend. Der Team Geilheit ist am Start. Hallo. Wir werden heute ein kleines bisschen Leumeter spielen. Quasi zwei Leute aus der Community können noch mit uns mitspielen immer. Können ganz kurz weiterreden. Ich muss kurz noch ein Glas. Passend dazu ja auch zu dem Glas. Einer muss Peter ja vertreten, ne? Deswegen machen wir jetzt mal eins auf. Glückwunsch zu den 400.000 Followern. Wir haben 400.000 Follower auf Twitch jetzt, oder was? Alter, krass. Ja, ich finde das krass. 400.000 und 38. Das hier, ich finde das hier, das ist Alter, 38, das ist der Wahnsinn. Ich fange mal an, die vorzulesen. Danke, Art, fürs Followen an Trother99, Max Heres, Reifig Roba, Exorcist 2. Zum 1 Million speziell auf Twitch liest Jay bis dahin alle vor. Ich hatte bei der Kika bei mir. Ach, die waren bei dir? Ich dachte, die ist da hin. Hattest du ja auch Kika? Oh, Bäm, Junge! Er ist mir gerade fast die Eiche geplatzt vor Lustigkeit. Ah, habt ihr die AMD Keynote gesehen? Ich nicht. Ja, stimmt, da geht ja Domi einen drauf ab. Da ist ja Domi hat da. Eigentlich hätte Bram die sehen müssen, weil der war ja auch bei Nvidia bei der Gamescom. Der hätte ja super vergleichen können. Ja. Kann mich noch genau an die WhatsApp-Nachrichten erinnern dabei, Jo, wie ist jetzt gegangen? Ja, dann waren wir auch mega behindert, Alter. Das war so geil. Das war die ganze Zeit. Oh ja, boah, super, voll krass. Und Tobi ist voll abgegangen. Ihr müsst euch vorstellen, da auf Gamescom 2018 waren wir im Palladium in Köln. Wir gehen dann die Keynote ab. Dann haben die da so eine Kugel, ja, um so ein Licht. Ich muss einmal nochmal dazwischen reden. Okay, ja, kein Problem. Ich zitiere jetzt einen Tweet, ja, der alles über das AMD Keynote-Shit zusammenfasst, ja. Okay. Bei Ryzen 3000 8C/16T war definitiv ein weiterer Lötplatz auf der Platine für ein weiteres 8C/16T Chiplet oder für eine eventuelle GPU zu sehen. Bei Cinebench gleich auf mit i9-9900K und Radeon 7 on par mit der RTX 2080/GTX 1080 Ti ist gut, auch für den Preis. Excited! Genau so habe ich mich auch bei Nvidia gefühlt, als ich da saß, ja. Ich mag ja Nvidia wirklich, ja. Also wir haben ja auch die RTX 2010. Also ich muss sagen, ich habe keine Probleme damit, es ist eine Top-Grafikkarte. Aber diese Keynote, ja, für so Nicht-Techniker für mich, Alter, ich saß da und ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Raum. Das ist ein Raum 2500 Nerds, ja. Und ich dachte immer, ich wäre ein Nerd. Aber 2500 Leute wie Dominik, ja. So Leute sitzen da, ja. Und dann schwenkt so eine Kugel im Kreis um so ein Licht, ne. Und dann siehst du so das neue RTX Shadowing, Rendering oder so, ja. Du denkst dir so, ja. Boah! Ist ja jetzt ganz nett, ne. Und der Raum geht komplett ham, ja. Alle schreien, als wenn sie noch nie was Besseres in ihrem Leben gesehen hätten. Als wenn die einfach denken, ja, Junge, ja! Und du denkst so, okay, was ist hier los? Was ist jetzt passiert zum Fick, ne? Und dann steht ja der Chef von Nvidia oder irgendein anderer steht da oben, lässt sich halt auch so richtig feiern wie so ein Rockstar, erzählt dann so ein bisschen, dann kommt er zu dem Punkt so, wird auch so leise und so, ja, die RTX ist 44% schneller. Lass so eine Stecknadel fallen, ja. Die Handschuhe aus, Junge. Der Saal geht komplett am Stift, weißt du. Die brüllen rum. Und du denkst immer noch, was zum Fick passiert hier nur? Boah, ja. Und da sitzt der Sohn, der Pokémon Go nebenbei gespielt. Weil ich saß Gott sei Dank mit Boris direkt an einem Pokestop. Aber deswegen, Jay, so wie du gerade den Cheat vorgelesen hast, genau so habe ich mich gefühlt. Ja, ich hab so. Ich hab nur dumm, vor 9 Minuten, ja, da war dann noch richtig heiß. Ach so, ja, das war Domi's Cheat. Okay, geil, da kannst du dir ja vorstellen, wie der abgegangen ist bei Nvidia. Alter, das ist krass, dass da irgendwo so ein Lötkolben neu ist. Oder Lötplatz, nee, Lötplatz, Entschuldigung, Lötplatz. Naja, das war schon interessant. Ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube, dass es so einer Keynote richtig viel Sex gibt, weil die Leute einfach so pumped sind mit Adrenalin, Alter. Ja, die drei Frauen, die da sind, Alter. Ja, die werden alle drei direkt komplett weggeflankt. Welcome to Summoner's Rift! Ja, ich warte jetzt, Fabi. Jetzt kann ich nur noch Mili. Tut mir leid. Oh yeah, Schlampe! Hab ich dich gefickt mit dieser Faust? Oh yeah! Nice, Bram. Ja, wusste ich, was du vorhast. Meinst du, ich wusste nicht, dass Zehn schon kommt, aber First Blood ist worth, du Lutscher.
Siehst du mich aus, kleine Schlampe, Alter. Hab ich dir ins Gesicht gewichst, ne? Ich komm rein. Auf Sona, auf Sona, auf Sona. Sona, da vorne. Oder hier, jawohl! Nochmal gefistet. Ein Schlag noch, jawohl! Und jetzt weg. Schön! Und mit der E. Oh. Wieder und gefickt wird, Junge. Richtig ins Arschloch rein. Oh Gott, Leute. Nice. Na, wer Pro-Play sehen will, guckt bei Pizmeet rein hier. Geil. Fläschchen. Also, falls ich noch was lernen wollen, ne, man kann mich auch buchen. Ich gebe Kurse in League of Legends für knapp 300 Euro die Stunde. Die Tifo-Kurse. Ja. Ah, ich muss sagen, unsere geilen Zuschauer machen sich aber gar nicht so kacke. So, jetzt lauf, Schlampe. Ja, jetzt kommt er zurück. Ja, jetzt macht er beide. Easy. What's the what has been? Nope. Ja, einfach da durch jetzt. Von der Skala von 1 bis 10 waren die kacke. Ja, wir brauchen immer eine Runde, die man halt schneiden kann, dann für das Stream-Highlight. Schön der Katze und die Feed-Screen. Nee, da gibt es kein Katze und die Feed. Das schickt gleich Victory! Ein Comeback wäre jetzt geil, weil Brumm das gejinxt hat. Ach, die können nix, die Lappen. Weißt du, komplett den ahead. Ja, ist halt auch so. Die haben wirklich keine Chance. Die sehen halt kein Land. Haben die gar nicht. Ist wirklich so 0,0. Ja, da haben wir leider verloren. Das ist jetzt belastend. Oh, ja. Das kommt auf gar keinen Fall, ich sehe kein Land. Das war so ein Rank-Game, wo ich normalerweise sagen würde, du bist gekauft oder so, weißt du? So, wir haben selber drauf gewettet. Dann ist es zum Heulen gewesen, das Ende, ja. Alter. Ah, ja, was denkt ihr, der Chat? Ich lese mal ganz kurz. Ah, gutes Spiel. Bram war gut. Bram war gut, lese ich da nur. Bestes Spiel, Bram. Nice, Bram. Das lese ich da auch. Gutes Spiel, Bram. Jay war auch gut. Ja, GG. Also, wir müssen jetzt mal ganz kurz kritisch sein. Ja, und ich mache jetzt mal eine Analyse. Also, ich würde sagen, Christian, Jay und ich waren echt gut. Aber die anderen beiden haben richtig verkackt. Nee, der ist schon wieder top. Jo, das war's. Der ist ein Tick schneller als you, Jay. Der darf mich jetzt nicht von dir vertreffen lassen. Zu kurz, zu langsam. Dann habe ich mich jetzt. Kann nicht flashen. Oh, der macht mich mittlerweile auf. Warum? Komm schon bitte, danke. Hilft mir zwar überhaupt. Hilft zwar uns null. Ich konnte nicht schneller raus und nach oben rennen. Ach ja. Als wenn der. Alter, der hat Righteous Glory. Wo hätte ich denn das her wissen sollen? Da kann man schon gar nicht. Ich hab den fast gemacht! Okay, ja. Omega-Lol, alle Omega-Lol. Fick doch gleich. Tötet den, weg die Sau, jetzt! Das war's, GG. Ja. Machen wir das. Seht ihr, das ist genau das Spiel umgedreht zu unserem letzten. Easy Game. Ah, da hättet ihr nicht gedacht, dass wir hier nochmal richtig von hinten durch die Batzen flatzen und dann einfach mal richtig schön mit dem Finger im Kitzler flitzen. Von Achteren. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.